Bergauf. Ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuseher, bei einer neuen Folge von Bergauf, hier auf TV1. Wenn in der Top-Ski-Region Katschberg die Sonne aufgeht, schlagen die Herzen der Wintersportfans wohl höher. Denn diese Skischaukel hat sich in den letzten Jahren beachtlich entwickelt und zählt mittlerweile zu den Top-Adressen der Alpenrepublik. Wie ging da die Entwicklung voran? Die letzten 10 Jahre sehr stark investiert in 3 neue Bahnen, eine komplette Beschneiungsanlage und können sagen, dass wir jetzt zu den Top 3 in Kärnten zählen und auch österreichweit vorne mitspielen. Und wie viele Pistenkilometer stehen da jetzt zur Verfügung? Wir im Katschberg haben 70 Pistenkilometer, wobei 10 Kilometer ist als blaue Piste und 10 Kilometer als schwarze Piste, als schwere Piste und die restlichen sind rote Piste, also für jeden zu bewältigen. Zügig geht es bergauf. Dafür sorgen insgesamt 16 Aufstiegshilfen, die meisten davon sind als bequeme Sesselbahnen ausgelegt. Mit dem Ausbau des Gamskogl-Express erhöhte sich die gesamte Förderleistung auf über 25.000 Personen pro Stunde. Wartezeiten gehören damit der Vergangenheit an. Die neue 1.700 Meter lange Gipfelbahn mit Kabinen für jeweils 8 Personen ersetzt 2 Schlepplifte und erschließt auch neue Abfahrten. Zum Beispiel die Snowball. Sie führt über 3 Kilometer vom Eineck am Katschberg hinunter nach St. Margareten im Lungau. Diese Abfahrt ist schneesicher, denn auch dort kommt die künstliche Beschneiung zum Einsatz. Ja, unser Skigebiet startet von 1000 Meter in St. Margareten und bis auf 2200 Meter am Eineck um, also durch die Höhenlage sehr schneesicher. Und falls Frau Holle doch auslässt, haben wir eine starke Beschneiungsanlage. Wir haben 600 Beschneiungslanzen und können 100% der Pisten künstlich beschneien. So auch die A1. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Autobahn, sondern um eine 6 Kilometer lange Abfahrt, die dank konstantem Gefälle schnurgerade vom Eineck ins Salzburgische führt. So eine Trasse ist in Österreich ein Novum. Wer es noch ein wenig abenteuerlicher haben will, wird wohl auf der Direttissima seine Freude haben. Eine Piste der Kategorie Schwarz, mit bis zu 100% Gefälle, die auch als Kärntner Streif bezeichnet wird. Wie beurteilen anspruchsvolle Gäste diese Skischaukel? Für mich ist halt in erster Linie Skifahren die langen, breiten Pisten, die es hier gibt. Du hast eben hier eine Talabfahrt, die findest du halt sonst auch selten in anderen Skigebieten. Perfekte Bedingungen von der Beschneiung her, also was zum Skifahren ist, sagen wir mal, was das Herz begehrt und natürlich auch die kulinarischen Dinge, Essen, Trinken, alles da, was man braucht. Zur Stärkung bieten sich urige Hütten mit kulinarischen Leckerbissen zum Relaxen in der Gaststube oder auf der Sonnenterrasse an. Die Jüngsten auf den Bretteln sind hingegen in Katschis Kinderwelt gut aufgehoben. Da haben die Pistenflöhe jede Menge Spaß und lernen den Skilauf spielerisch. Mit den lustigen Figuren können sich die Kleinen schnell anfreunden und ein kinderfreundliches Förderband sorgt für Sicherheit am Übungshang. Nachtschwärmer entscheiden sich entweder für die zahlreichen Hütten, wo die Après-Ski-Gaudi angesagt ist, oder für den sportlichen Nachtskilauf. Der ist möglich am Montag und Donnerstag in der Zeit von 19 bis 22 Uhr. Wer diese Gegend einmal von der romantischen Seite erleben will, wird eine Pferdeschlittenfahrt zu schätzen wissen. Eine verschneite Winterwelt in einer Kutsche zu erleben, zählt wahrscheinlich zu den Highlights eines Winterurlaubs. Damit endet so ein Skitag in der Top-Ski-Region Katschberg, der für jede Altersgruppe genug Winterspaß bietet. Das war es schon wieder für dieses Mal. Ich verabschiede mich nun im Namen des gesamten Teams und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Bergauf. Bergauf.